Ich hatte ja gesagt, dass ich eine kleine Ankündigung habe. Für euch nichts Großes, für mich die Welt. Genau. Meine Frau ist gerade vom Frauenarzt nach Hause gekommen. Wir haben jetzt heute offiziell den dritten Monat beendet. Genau, ich werde Papa. Ja. Und wir haben jetzt die 3 Monate hinter uns. Ich bin nicht schwanger, meine Frau ist schwanger. Aber ich habe scharf geschossen. Danke, danke. Erste Gunmark ist da. Errechneter Geburtstermin ist der 23.12. Ich habe schon überlegt, wenn es ein Junge wird, ob ich ihn Jesus nenne, das Christkind. 23.12. ist natürlich bitter, also wirklich bitter. Ich denke, es wird sogar wieder 24.12. Margret, falls es eine Tochter wird, ja genau. Ich denke nicht. Ich denke, meine Frau reißt mir dann den Kopf ab. Zu Recht. Ich wollte eigentlich, wenn es ein Junge wird, einen Namen durchsetzen, der aber jetzt schon raus ist, weil meine Frau mir mit Scheidung und Entzug des Sorgerechts gedroht hat. Blank, woher weißt du das? Woher weißt du, dass ich ihn Hector nennen wollte? Habe ich das schon mal erzählt? Ja, Hector hat meine Frau abgelehnt. Ich fand Hector eigentlich ziemlich nice. Das Ding ist halt, es gibt, egal wie nett du es versuchst auszusprechen, Hector ist einfach so jemand, mit dem will sich keiner auf dem Schulhof anlegen, oder? Hector! Komm runter von der Schaukel! Hector! Oh, komm, Jagdpanther, mach ihn. Mach ihn. Ach, wir haben das gewonnen. Das gibt's ja nicht. Boah, der bounced. Rommel 68. Das ist so demütigend. Von Rommel 68 rausgenommen. So. Mit der grünen 13. Alter, ich bin gerade am Wohnzimmer vorbeigegangen. Meine Frau ist ja auch noch bis heute krankgeschrieben. Ich gehe gerade so am Wohnzimmer vorbei und sie guckt gerade irgendwie so eine Netflix-Serie, so eine True-Crime-Serie über irgendeine Sekte, die mit Frauen gehandelt haben oder sowas. Meine Frau hat so einen ultra krassen Gerechtigkeitssinn, die wird dann immer richtig wütend, ne? Ich weiß immer genau, was sie gerade geguckt hat, wie ihre Laune ist. Ich frage so, alles okay bei dir? Also sie war richtig sauer. Sie ist dann, glaube ich, immer kurz auf alle sauer. Kennt ihr das? Meine Frau versucht gerade Kuchen zu backen. Ich weiß, was du meinst. guter Vergleich. Ja, so in etwa ist es. Meine Frau war in London mit ihrer Arbeitskollegin und die sind beide mit Corona wiedergekommen. Ja, es ist nicht meine Freundin, Aykin. Das ist meine Frau. Das heißt, ich hatte nicht mal einen Grund, sie aus der Wohnung rauszuwerfen. Ich habe mich extra über meinen Rechtsschutz erkundigt und die Rechtsprechung sieht vor, dass auch eine infizierte Ehegattin noch Anrecht hat, in der Wohnung zu nächtigen. Ich habe dann freundlich gefragt, wofür es diese Quarantänehotels gibt. Da steckte ich schon mit einem Fuß im Säurefass. Was hätte ich tun sollen? Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Corona überlebe, war relativ hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Säurefass überlebe, eher gering. Und dann habe ich mich für Corona entschieden. Ich denke, das hätte jeder gemacht. Ja, beides für sich genommen ist jetzt noch nicht so schlimm. Wenn du einfach irgendwo ein Säurefass rumstehen hast, nicht so wild. Eine Frau ist auch erstmal nicht so wild. Die Kombination aus Säurefass und Frau, die macht's tödlich. Ja. Jetzt stehe ich hier und singe, da kommt kein Schwein vorbei. Ich kann mich nicht beherrschen und auch in meine Reihen komm auch du, schlag zu. Meine Eltern nicht so einen großen Garten? Nee, also was heißt groß? 1000 Quadratmeter. Also für mich als Städter ist der riesig. Für jemanden, der wirklich vom Land kommt, sind 1000 Quadratmeter wahrscheinlich nicht so groß, keine Ahnung. Aber es reicht für die Grünfläche, über 3000 Quadratmeter zu mähen. Naja, Chef, Digga, aber das sind Luxusprobleme. Wie heißt das nochmal? Eigentum verpflichtet oder sowas, ne? Zwingt euch doch keiner, so viel Besitz zu haben. Also es tut mir furchtbar leid, wenn ihr eure Riesenanwesen mit mehreren 1000 Hektar selber mähen müsst. Aber sorry. Das ist, falls ich irgendwann so ein Riesengrundstück haben sollte, dann habe ich auch noch irgendwen, der den für mich mäht. Genau, der Chat mäht dann für mich zu Hause. Da sehe ich euch. Das könnt ihr auch mal für den alten Onkel Maus tun, ne? Feuerwolf, hast du Schafe? Ich habe überlegt, ob ich anfange, Schafe zu züchten. So, wenn ich irgendwann nicht mehr streame, habe ich eigentlich überlegt, Schafe zu züchten. Da hätte ich übelst Bock drauf. Ja, eigentlich will ich die Schafe nur haben, damit meine Kangals was zu tun haben. Weil sonst hast du irgendwie das Problem, dass die Kangals irgendwie Blödsinn machen. Ich arbeite dann auf dem Deich. Elbdeich. Einfach gönnen. Komme ich jetzt hier hoch?
Karre ist zu fett. Scheiße. Nee, wo kommst du denn her, Bruder? Alter, wie ist er denn hier hochgekommen? Du elende Flachzange. Elende Flachzange. So haben wir aber nicht gewettet. Den hat er nicht kommen sehen, oder? So, ich habe jetzt hier heute nur eine Dose Cola. Ohne Jackie. Freitags, Wochenende World of Tanks. Ohne Jackie Cola. Geht gar nicht. Schon über einen Monat kein Alkohol mehr getrunken. Jetzt ist das Zittern langsam weg. Hi. Ja. Tschüss. Na, stand da das Leitwrack. Das fühlt sich doch gut an, wenn man beim Market auf der Speisekarte steht, oder? Einfach lebendig verdaut. Bei mir habe ich immer ein Déjà-vu. Jedes Mal stürzt das Flugzeug an der gleichen Stelle ab. Oh, scheiß Vollidiot. Ich bin damals immer bei uns durch die ganze Straße gelaufen und habe quasi die Autos per Hand gewaschen und dann zum Schluss nur mit dem Lederlappen abgezogen, und wer wollte, dem habe ich auch noch das Auto poliert. Das hat natürlich extra gekostet. Ich sag mal so, da waren auch einige Jobs dabei, wo ich sage, das würde ich nie wieder machen. Zum Beispiel die einen Sommerferien auf dem Bauhof. Aber das war so langweilig und scheiße, dass ich gesagt habe, das mache ich nie wieder. Dann habe ich mal 4 Wochen, das habe ich auch schon mal erzählt, bei Walmart an der Kasse gearbeitet, bis ich rausgeschmissen worden bin. Maus, du hattest so eine gute Ausgangslage, nun bist du verheiratet und hockst den ganzen Tag in einem kleinen Zimmer. Touché. Touché. Man könnte auch sagen, ich habe meine Traumfrau geheiratet und habe zusätzlich den Traum meiner Jugend in die Realität umgesetzt, einmal zumindest im Leben von Gaming zu leben. So hört sich das irgendwie positiver formuliert an. Irgendwie muss man sich das gewählte Schicksal ja schön. Was? Ach komm. Pusht mich jetzt der EN100 oder was? Bist du ein dummer Typ oder nein? Ja, jetzt bist du tot. Du bist ein dummes Schwein. Das musste wohl der EN100 sein. Jetzt ist mein Motor wieder Schrott. Ich habe einen T30 gespotet, im Übrigen. Hallo? Angezündet habe ich ihn auch. He's burning, burning ring of fire. And it burns, burns, burns. The ring of fire. Ja, komm mal her zu Papa. Ja, na, jetzt willst du wieder nicht, ne? Komm doch mal. Jodeln für Anfänger. Tötet die Ratte. Sie glauben, dieses Replay existiert. Ich muss sie leider töten. RNG wird auch dich knechten. Ingeborg und Erwin sind jetzt durch mit Kuchen, ne? Jetzt ist Erwin wieder da. Und Erwin regelt halt. ELC, weißt du, an dem riesen RV schieße ich vorbei, aber den ELC treffe ich. Jawohl. So, komm. BT. Give me the money. Stark, stark, stark. We are mama, ey. Danach kommt der OnlyFans-Account, ja. Ihr könnt mich einfach lesen wie ein Buch. Wer von euch geilen Typen ist denn so bei OnlyFans? Also wird sich das für mich lohnen? Wer zu blöd ist, ihn zu löten, der nichts versteht vom Töten. Boah, das sind jetzt die Rolls, die ich brauche hier. Das sind die Rolls. Ich habe 2 Kinder, falls aus dem einen nichts wird, kannst du dich immer noch über das andere freuen. Optimistische Einstellung, mein Freund. Also diese Hecken sind nach wie vor OP, da ist er. Jetzt komm, fick den. Jawohl. Also an dem Gameplay auf der Karte hat sich nichts geändert.
Es wird immer noch Long Range gesnipert. Hi. Natürlich hat er HE drin. Natürlich hat er HE drin. Tötet ihn. Ey, Freunde. Okay. So, und jetzt mit ganz viel Schwung hier. Ui. Nee. Doch nicht. Ist Maus schwanger? Ich nicht, aber meine Frau. Also wir sind schwanger, sagt man doch heute so, oder? Wehe, irgendjemand von euch streamsniped in meinen Geburtsvorbereitungskurs. Wehe. Ach, ihr hattet das gestern gar nicht mitbekommen, ne? Ich vergesse mal, dass ja nicht immer alle gleichzeitig zuschauen. Könnt ihr nur. Mhm. Ah, hab ihn. Hab ihn. Wahnsinn. Liga 2 erstmal fair AFK. Ja, man kann da auch Booster zünden. Ich jodel ganz alleine, da kommt kein Schwein vorbei. Ich kann mich nicht beherrschen und jodel einfach rein. Komm auch du. Ich schneide den Weg an. Was ist das für ein... Das sieht ein bisschen aus wie so Star Wars hier. Ja. Hässlich ist die Karte nicht. So, jetzt müssen wir nur noch den. Ach, da hinten ist der LC. Freiheit! Oh, oh. Ne, die Karte, dieser sieht auf jeden Fall am interessantesten aus von allen, ne? Ja, ich auch, ja. Ach komm. Rabin! Also Schweinepriester! Töte. Jetzt kann ich ihn nicht mehr verfolgen. Er hat gleich nachgeladen. Hat ein bisschen was von Mario Kart. Ich mach dann ab Dezember nur noch Community-Treffen mit Spielgruppen. Leute, die mir quasi ihre kleinen Kinder vorbeibringen. Oder wo ich mein kleines Kind abladen kann, dass ich die Ruhe hab. Ah, das Gute ist, ich gehe dann mit dem Kind zum Kinderschwimmen. Ich habe mir schon die guten Sachen rausgesucht. Wenn ich dann da mit den ganzen Milfs rumhänge und der einzige Mann bin. Der Bademeister, entschuldigen Sie mal, Ihr Kind da hinten, ist einmal saufen. Oh, weg da, du stehst im Blick. Laura weiß, dass ich das Kind einsetzen werde für solche Zwecke. Du wirst lachen, Maus, mit dem Kind und dem Ehering auf dem Spielplatz wirst du angehechelt von einer alleinerziehenden Mutter. Kein Witz. Ich weiß, dass das kein Witz ist. Was glaubst du, wofür ich das alles auf mich nehme? Das ist der Charlie Harper Lifestyle. Früher zum Beispiel auf der Karte Erlenberg, auf der alten Karte Erlenberg, das war für mich persönlich die perfekte Karte. Man konnte über weite Entfernung, wenn man die Schusskanäle kannte, schießen, aber man konnte auf der anderen Seite auch, und das gibt es mittlerweile gar nicht mehr so richtig, pushen von Deckung zu Deckung. Also es gab jetzt nicht diese ewig großen Distanzen, wo du wirklich schutzlos den Gegnern ausgeliefert warst, sondern wenn man sich vernünftig clever bewegt hat, konnte man immer von Senke zu Senke, von Haus zu Haus, von Schutthaufen zu Schutthaufen. Aber es gab halt auch die Möglichkeit für gute TD-Fahrer, über die halbe Karte zu feuern, wenn man wusste, wo man mit Zielen rechnen darf. Das sag, wenn du leer bist. Ich bin leer. Pick ihn. Oh, hier steht noch ein... Alter, Digga, das war... Ah, da sind die Gamer. Daniel scheint die Videos nicht zu schauen. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Der Hund. Ist eigentlich aus den Typen geworden, die sich mal reingeklickt haben. Keine Ahnung. Gott sei Dank schon länger nicht gesehen. Komm, schieß doch auf den Heli, Alter. Was? Warum drehst du denn jetzt den Drecksturm zu mir, Mann? Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Aber ich vermisse sie auch nicht. Oh, hier steht noch eine Arti, das ist natürlich unangenehm. Nein, ich lasse ihn mit 3 AP stehen. Ja, fuck, das war ärgerlich. Ja. Er hat. Kann ihn. War doch easy, oder nicht? Ja. Hör doch auf, Alter. Kann ich auch einen Part gemacht, was? Ja. Vor allem, ich war schon fast wieder runter, Mann.
ich mach meinen Schuss wieder nicht. Der bleibt in den Ketten hängen, obwohl ich extra umgeladen hatte auf APCR. Und er macht ihn aus voller Fahrt. Genau, Junge. Fährt einfach nur blöd hinterher. Wenigstens fährt meiner schnell blöd hinterher. Ja, schnell fährt die Bude jetzt hier. Berg runter. Ey, komm nicht anschubsen. Ohne anfassen, Mann. Das ist wie im Table Dance Laden. Gucken ja, anfassen nein. Oder anfassen kostet extra. Perverser Typ. Kann das Ding nicht schneller? Komm, geh mal ein paar Kohlen nachwerfen. Aber halt dich weiter unten. Komm, jetzt lass ich einfach auf den Rauch kommen. Ja, voll. Worth it! Das war's wert, Mann, oder? Ja. Wollen wir mit Tier 9 anfangen? Sehr gerne. Lädst du mich ein? Hab ich doch schon. Ist doch schon im Platoon. Achso, warte. Hast du schon angenommen? Nee, hab ich tatsächlich nicht. Hä? Willst du mich verarschen? Achso, wir sind schon im Zug. Ach, Leute, wir sind. Okay, never mind. Ich war der, der auf die 40 zugeht, oder? Was ist denn, unser Rheinmetall ist ja geil. Was ist denn ein blonder Panzer? Ich hatte gestern so mit den geilsten Nicknamen seit langem im Match. Der hieß Pubertzenwort. Pubertzen? Den hatte ich ja letztens. John Klabusterbeere oder so. Das habe ich eklig, ey. Ja, sind Leute kreativ, das ist gut. Ahnungslos in den Tod. Sieh, was Borat mit dir macht. War das so? Ja. Dichter, du. Einfach Goethe 2.0 hier. Du wirst von mir, wenn meine eigene CD rauskommt, auch ein erstes Exemplar handsigniert bekommen. Ah, oh, geil. CD, Vinyl eher dann, oder? Nee. Eine richtig schöne Plastik-CD, ja? Oder in so einer Plastikpackung. Oder genau, in so einer richtig schön oldschool, dass du den in deinen Skoda mit 10-fach CD-Wechsler reinmachen kannst. Ich schwör's dir. Ich muss springen vielleicht. Ah, wobei. Komme ich denn jetzt an die Ratte ran? Ah, ich hab ihn. Was? Ja, ich hab ihn! Ich hab ihn! Wo stand er jetzt hinten? Er hat hier abgeparkt. Er hat gerade eine Wasserprobe entnommen, ob man schon baden kann. Und er hat ein Schild hochgehalten. Artis, bitte hier lang. Artis, mir folgen. Ja. Ich führe euch ins verwunschene Land. Ja. Gelapp. Kannst du einfach zwei drücken, durch den Turm jodeln. Nicht ganz. Ich drücke jetzt die drei und jodel ihn durch den Turm. Fackel ihn ab. Ah, 704 macht den, natürlich. Ja, sag ich doch. Siehst du? Okay. Ja, die waren besser als ich. Centurion, Bruder. Ja, schade, er bleibt einfach in dem Gebüsch stehen. Was stimmt denn mit euch nicht, Mensch? Jawohl, gib ihm. Bisschen Panzerung, bisschen Schelle. Bisschen weniger besser, Schelle. Bisschen bessere DPM, aber weniger Schelle, genau. Und du hast nicht die Salami-Funktion. Damit fällt der Panzer eigentlich auch im Vergleich zu deinem. Ja, einfach, wenn es dir immer so richtig schlecht geht und du aber gerade keine Ziele hast, dann drückst du einfach ab, dann geht's wieder gut. Richtig, einfach mal in die Luft den Doppelschuss setzen oder in Boden oder in Teammate. Und das ist dann schon genug tun. Das R in Jodeln steht für reinkrachen. Aber immerhin können wir die Ranzbacke da gleich wegkrachen. Ja, bin ich mir nicht ganz sicher, aber ja, kann man, glaube ich. Hi. Warte, ich nehme ihn. Ja, ah, sorry. Ich überbringe den Gegnern mal die Abvergabe. Den könnt ihr behalten, den Rasenmäher-Roboter. No, lol! Mit HE? Er gibt mir 1096! Aber wo? Da! Ach, da hinten. So, ich guck mal, wie viel er mir gibt. Alles, Digga. Alles. Kennt mich frontal mit HE, zündet mich an. Er gibt dir alles. 1257. Und ich dachte, mein Brett wäre schon hart. Junge, wie kann man so ein Gamer sein, du? Oh, jetzt kann er sogar noch einen machen. Warum schießen? Okay, Karma. Die Arti-Schelle für 810 war schon auch ein bisschen Karma und verdient, ne? Oh. Jawohl, der ist offen, der sollte direkt draufgehen, schön. Oh. Und jetzt Rahmen, 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 Rahmen. Ja, ist sehr gut, den Stritzfang kriegt er auch. Joiks. Geht rein, mach ihn. Marti, mach ihn. Jetzt komm. Los. Jawohl. Nice.
GG ist durch. Kranwagen. Das haben die nur uns zu verdanken. Echt? Pass auf, er rammt ihn jetzt. Ist der E3 hat verschossen? Ah, der E3 ist einfach ein Profi. So, nice. Easy game. Thank us later. Ja. Lass die Eisenbahn ins Wasser schieben. Oh, nee. Oh. Ich war fast ins Wasser geschlittert. Gun is warm. Ach, du bist hinten stehen geblieben. Gut, okay. Alles gut. Die Rüsselnase da zittert mich an. Alter, bitte, ja, komm jetzt, E3. Ist irgendwann, jetzt muss auch mal sterben sein. Ist okay, ich schieße ihm in die Flanke. Wenn du ihn nicht hast, hab ich ihn. Ja, ich rede mich eigentlich gerade nur über die Genauigkeit in dem Spiel auf. Ach, ich schieße wieder Sturm und Uni. Ich hab ihn gleich. Alter, Digga, was ist denn mit ihm? Was ist er für ein Endgegner? Ah. 35 Schüsse später. Ja, und die Unterwanne vom Kranwand treffe ich sofort. Wie findet ihr eigentlich Highway? Scheiße. Ja, hier nochmal. Hier, vielleicht von der anderen Seite. Da ist er. Schönes Ding. Wieder eine Low-Roll, ja, Alter. Naja, der. Hat er echt den hinter uns abgeknallt? So, jetzt warte. Ich hab's hin. Das war der Waffenbrüder sogar. Ja, mit dem Schuss kann ich auch ins Bett gehen, Alter. Haha, hab ich die Ratte noch. Zack, Alter. Schön. Das war doch ein schöner Waffenbrüder. Wichtigste Medaille. Das war doch eine gute Abschlussrunde. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.